Interessant, interessant. Nein, 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 nein. Mann, diese verkackte Steuerung, dass ich vom ersten Video gebogen bin. Meine Fresse. So, 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 so. Und jetzt geht's in den Pill. Und dann geht's hier zurück. Das wäre ein geiles Musikstück. So, wir haben unseren Daddy das Handwerk gelegt. So, aber jetzt, oh, die Summe. Pass mal auf. Wir machen jetzt ganz einfach. Kristallschwert hat schon alles angelegt. Powergriff, oh, sieht gar keins. Warte mal. Drachenhammer, das ist schon richtig. Kristallreit nützt sich nicht viel, ne? Naja, doch, hier die Verteidigung. Ich glaube, ich werde bei ihr einfach einen Kristallreif nochmal mit einfügen. Genau. Oder Feuerarmband. Muss ich verarschen, warum verteidigt Feuerarmband mehr als... Drachenarmband ist ja eh lustig, aber Blitzarmband auch mehr? Hä? Hab ich irgendwas verpasst? Denn nimmt. Ach so, ja. Es sind leider nur zwei von den Doppelblöcken. Okay, machen wir so. Und Antikälteangriff, verstärkt, tilgt Wasserangriffe. Klingt ja nicht gar nicht mal so schlecht, ne? Automatische Reflexion. Ist gegenüber, wenn ich mich heile, ein bisschen kontraproduktiv. Eine Schleife wäre nicht ganz geil, aber... Oh, was nehmen wir denn? Ach, sie geht Vitalität. So, und los geht's. Jetzt müssen wir die Substanz hier verteilen. Na, das wird ja ein Spaß. Tut mir leid, dass wir da durch müssen, aber wie gesagt, gehört leider alles zum Spiel. Na, was ist leider, ne? So, Barrett wird erstmal seine Haube entzogen. Warte, er kriegt jetzt mal vorher zwei... Er kriegt ganz definitiv Odin. Weil ist ja der Krieger, ne? Ist ein Krieger. Oh, warte. Machen wir so. Und. Im Moment, alle. Ne, das brauchen wir einfach nicht. Feuer. Neobehaarung, genau. Yata passt zu Tifa. Ich weiß nicht warum, ist einfach so. So, was geht? Er noch? Blitzert er die ganze Zeit, ne? Boah, Sid, ey. Sid bunkert. Sid bunkert. Wir haben jetzt Ultima, genau. Alter. Titan noch? Oh, Titan mach ich einfach zu Yuffie, weil Yuffie so knuffig ist. Und Phoenix, so, die behält's. Ramu wollen wir ja auch alles leveln. Ramu kommt auch zu ihm. Ramu und Shiva. So, damit. Ich glaube, ich das mal durch. Feuer 3, genau. Na. Vorschlag, wo ist ein Blitz? Das Blitz. So, ich flippe nämlich komischerweise erstmal hier für Tifa. Tut mir leid, ich bin total der Bestia-Fan irgendwie. Ich weiß nicht warum. Bamu. Oh, der. Hier, pass auf. Geht weg. So, tut mir leid. Dann kriegst du noch Ramu. Feuer auf. Yuffie ist ja nicht mit Feuer ganz gut bedient. Feuer auf Tifa. Ich glaube, da wäre alle ziemlich sinnlos. Allerdings, warte, das mache ich mal. Weil dann kann ich nämlich dieses. Alle mit Blitz machen. Oder Ultima. Oh, von Ultima. Perfekt. Haben wir so. Machen wir so. Allerdings brauchen wir noch eine Heilerin. Und das wäre dementsprechend. So, mal gucken. Warte, was wir herstellen? 3? Ja. Genau. Weil, dann machen wir so. Und wir hatten schon alle einmal. Aber ich glaube, ich habe viermal oder dreimal alle. Ich habe keine Ahnung. Schwerkraftzeit, Eis. Yuffie kriegt noch Eis, glaube ich. War einfach rein da. Zeit braucht man noch. Und
Hauptsache grün. Und Schwerkraft, genau. Schwerkraft. Einfach erstmal rein. So, weiter geht's. Barret, hast du noch alle? Du hast noch alle. Perfekt. Dementsprechend ist Tifa für Angriff und Heilung zuständig. Sie hat auch Heilung. Pass mal auf hier. Aber hier, Cloud hat nämlich noch Gegenangriff und Schutz muss da nämlich noch rein. Perfekte Kombi. Damit wir mal wenigstens mit ein paar Kombis arbeiten. Sie hat dementsprechend noch Shiva. Erde, sie haut da richtig durch. Welches Element hat sie? Guck mal, Element, Zeit, perfekt. Läuft. Hier noch Erde rein. Köder brauche ich nicht, ich weiß gar nicht, wofür Glücks Plus ist. Gibt es auch eher so, meh. Die herstellen alle Zeit Schwerkraft. Komet, HP-Absorbierung, perfekt. Feuer-MP-Turbo, MP-Turbo wäre... Gibt's da nicht auch so eine Dreier-Kombi? Ich glaube, MP-Turbo wäre sogar bei einer Bestie ganz gut, ne? Bei Titan zum Beispiel. So, dann... Wollen wir vorher noch... Wird es eigentlich verstärkt, wenn man zweimal hat? Ich glaube, weniger. So, Tifa ist durch. Aber Yuffie kriegt noch Leviathan, ey, ganz alt. Fett, das kannst du wissen. Das kannst du wissen. Ohne Wenn oder Aber. So, jetzt fehlt, glaube ich, nur noch Cloud ein bisschen. Und zwar... Barmut, Neo-Barmut und Odin hat er. Das wären drei mit sehr hohen MP-Wert eigentlich. So, Feuer, Erde. Ich hoffe bei der Erde, dass mit unserem meisten MP weghaut, auch mal... Nee, warte, anders. Ich hoffe bei Feuer, weil es ja... Halt. Mit unserem stärksten ist, glaube ich. Feuer 3. Hau ich mal Dingenskriechen rein. Was ist das? MP-Absorbierung. Perfekt. Nee, das ist doch so. Das merkt sich genau. Ich war gerade verkehrt, tut mir leid. Und ich hau ein Element Feuer. Jetzt müssten wir eigentlich soweit durch sein, glaube ich. Ja? Nehmen wir so. Obwohl, warte mal. Zerstören, Entzauber, Tod. Oh, das gefällt mir auch. Klein Frosch, freundlich, Feuer 3. Obwohl, warte, eins fehlt noch. Feinkontrolle brauchen wir noch. Das will ich unbedingt noch drin haben. Na, komm schon. Ordnen, tauschen. So, Feinkontrolle will ich noch drin haben. Das heißt, ich nehme den Moment raus. Morph, stehlen. Ach, stehlen wäre auch eigentlich eine Option. Kann ich mal einsetzen. Feines können, meine ich. Und stehlen. Ist bei Yuffie ja nicht ganz gut aufgehoben, ne? Zeit, Schwerkraft, setz dich weniger ein. So. Dann können wir auch gleich weiter. Perfekt. Wo ist unser nächster halt? Machen wir mal die Berge hoch? Ja, das wäre eine Option. Ich bin jetzt gespannt, ob die Berge jetzt aus sind. Also, das wäre... Ende liegt direkt vor uns. Aber was kann man dagegen tun? Kannst dein Leben nur von Tag zu Tag leben. Wem sagst du, Schwester? Oder Bruder? Oder irgendwas? So, ich hoffe, oben bis jetzt sind jetzt mal die Flammen aus. Ich gehe in Flammen auf. Ich gehe in Flammen auf. Jetzt könnt ihr um uns auch ruhig kommen, weil euch mache ich jetzt locker platt. Locker flogge ich aus der Hüfte. Genau so, genau das meine ich. So. Warte. Stehlen. Da brauche ich nicht mal. So, gestohlen. Nicht zu stehlen. Toll. Was? Ja, der Knopf hier richtig durch. Oh, Tifa ist aber auch richtig schnell. Schmeiß drauf, Gülter Blitz! Nein! Ja, aber natürlich. Was denn auch sonst? So. Oh, das geht ja ziemlich... Das ging ja ziemlich easy. Aber ist auch kein Wunder. Ich meine,
Ist auch schon ein paar Folgen her, wo wir hier waren, ne? Wenn wir immer noch so eine Probleme haben, ich glaube, das wäre leicht peinlich. Ich gehe in Flammen auf, ich gehe in Flammen auf. Warum gehst du? Boah! Hier ist kein Durchkommen. Die Flamme würde uns augenblicklich ins knusprige Hähnchen verwandeln. Dann macht's aus! Wir haben noch Leviathan! Gott verdammt! So, ich weiß auch gleich, wo unser nächstes Ziel sein wird. Apropos knuspriges Hähnchen, da fällt mir nämlich jemand ein, den wir noch besuchen müssen. Mit dem wir auch noch Rechnung offen haben. Ja. Ich träume seit jener Nacht von diesem Moment der Rache. Rache ist nicht schön, Rache ist nicht gut, bloß das ist was anderes. Ja, das wäre viel epischer, würde ich halt nicht so lange hier rumspazieren, ne? Ob in Nibelheim auch noch was ist? Hallo? Wenn ich jetzt wüsste, wo es lang geht. Nee. Guck, da kann ich auch nicht hin. Warum kann ich hier? Ich glaube nicht. Ich will hier landen. Da ist eine fucking Höhle. Ich will da landen. War ich hier schon? Das ist auch eine Höhle. Hä? Ja, ich weiß, dass das Nibelheim ist, aber die Höhle in den Bergen, das habe ich ja nicht, das ist mir auch neu. Da will ich nicht hin. Oh, wo ist sie denn? Hallo Mutter Teresa! Ich habe noch Rechnung offen. Das ist auch doof? Hm. Muss ich wohl mal die Karte nutzen. Achso, das ist ja das Sonnenblumendorf hier. Alles locker flockig. So, da haben sie geschossen, genau. Hier haben wir unser Raumschiff. War das schon. Wer ist so ein riesiges Loch hier? Sieht gut aus. Steht hier Landkarte. Das steht hier echt. Was ist das denn? War das hier Reds Basis? Nee. Ich glaube, da haben wir einen Krieg gewonnen. Ach, keine Ahnung. Ich bin froh, dass ich weiß, was ich heute Frühstück hatte. Dass ich mir gar nichts merken kann. Hier sind wir, Kollege. Na, kennst du mich noch? Komm her. Ich warte auf dich. So sieht man sich wieder, alter Freund. Und tschüss. Ja, du mich auch. Der lebt noch? Ja, okay, vielleicht ist er doch ein bisschen stärker als ich dachte. Na, was hast du Schönes? Großen Haufen nichts. So. Machen wir es anders. Du bist gegrillt bei lebendigem Leibe. Verteidigen. Erstmal eine kleine Heilung. Man gönnt sich sonst nichts. So, Kollege, jetzt ist okay. Warte, wir sind im Wasser, oder? Boah, jetzt müssen wir alle so einen Schlag abbekommen. Das war für damals. Oh ja. Das war zwar gerade auch wie Welten verprügeln, aber es hat sich gut angefühlt. Und richtig. So, dann fliegen wir mal kurz weiter, da wir zu faul sind, um zu bewegen. Perfekt. Ich weiß nämlich gerade gar nicht, wo wir lang müssen. Oh, warte, was liegt da? Das ist was Rotes. Ich sehe das. Genau zwischen meinen Beinen jetzt. Das klingt falsch. Leute, ich möchte gerne Schokobo züchten.
Erklär mir, wie das funktioniert. Bitte. Hallo. Willkommen. Ich hoffe, Jokus liegen zu den Paaren. Jokus Bahn? Du hast nicht mal einen Chocobo Stahl. Wenn du Chocobo großziehen willst, sprich mit Opa. Ach man, muss ich? Willkommen! Hey, ich hab gute Nachrichten. Der weiß, Chocobo mag es, wenn du ihn hinter den Ohren kraust. Aber wenn du brennendes kraust, wo er es nicht mag, dann wird er böse. Also sei vorsichtig. Der weiße Chocobo? Willkommen! Bewegen, freilassen? Kaufen. Ich kaufe was. Ich habe jetzt das Geld. Ich bin eine Rich Bitch. Praktisch kann ich mir jeden Schokobo leisten, den ich will. Für deine? Warte, die sind für mich? Für deine Schokobos? So. Immer nur das Gute essen. Und für ein Schokobo ist hier dieses Mimelet-Gemüse und alles. So. Gehen wir mal auf Schokobo-Jagd, glaube ich. Ich bin da noch so ein bisschen unentschlossen. Ich weiß halt nicht. Kann ich hoch? Ja, nein. Kann ich hier rein? Ja, nein. Kann ich hier rein? Ja.